Vielen lieben Dank, dass wir noch mal quatschen können kurz vor Weihnachten. Und ich finde, weil wir es haben jetzt, ja, ist ja schon so gut wie vorbei. Es ist ja eigentlich ein schöner Zeitpunkt. Erzähl mir doch mal, wie war denn dein 2023 so? Man hat dich ja oft gesehen. Ja, ich tue auch einiges dafür, dass man mich oft sieht. Es ist ja auch mein Job. Und mein Jahr war wirklich grandios, ja, also muss ich ganz klar sagen. Es sind sicherlich auch negative Dinge passiert, aber das Krasse ist einfach, dass ich mich daran wirklich nie spontan erinnere. Ja, ich Okay. fokussiere mich wirklich immer auf die positiven Dinge und das ist auch einer meiner großen Stärken. Also mein absolutes Highlight in diesem Jahr, natürlich mein 40. Geburtstag. Ja, also der hat wirklich gerockt. Ich habe ja nur alle 10 Jahre gefeiert und deswegen habe ich es da richtig krachen lassen. Ja, also die Creme de la Creme des Reality-TVs war da, internationaler Boygroup-Star, also es war wirklich grandios. Und ja, das war so mein persönliches Highlight. Und hat es denn wehgetan, sag mal? Ich meine, 40 ist ja. Ich freue mich ja drauf. Also ich habe mich immer gefreut, 40 zu werden. Ich freue mich auch auf meinen 50. und auf meinen 60. Geburtstag. Dann aber, glaube ich, wird es ein bisschen kritisch, weil dann komme ich dem Tod zu nah. Und dann freue ich mich nicht mehr so. Ja, ich finde dann so 70, 80, naja, weiß ich nicht, ob man sich dann noch so mega drauf freut. Ne? Kommt immer auf Ja. die gesundheitliche Verfassung drauf an. Aber im Prinzip, ich möchte keine 20 mehr sein, keine 30. Mir geht es wirklich blendend. Und 40 ist ja das neue 20 heutzutage. Das hat sich ja alles verändert. Ja, die ganzen Hollywood-Stars, auch die deutschen weiblichen Stars. Ich meine, die blühen ja erst mit 40, 50 richtig auf. Die machen ja dann erst Ja. nochmal richtig Karriere. Deswegen, ja, ich bekomme auch immer mehr Angebote von jungen Männern. Also ich merke einfach, ja, früher war das so, ne, oh Gott, die alte Schachtel. Aber jetzt finden die jungen Männer, wollen lieber Beziehungen haben oder Dates mit, ja, 40-jährigen Frauen. Okay. Ich finde das jetzt total witzig, weil, oder spannend, weil du eben gesagt hast, so von wegen, man kommt dann so dem Tod näher und das findest du nicht so gut. Wenn man sich jetzt, wenn ich jetzt an Michaela Schäfer denke und denke an Schönheits-OPs, ne? Also wir bedienen jetzt gerade mal alle Klischees, wenn ich jetzt gedacht, so das Erste, was kommt, oh nee, also so mit 60, dann kommen da die Falten und weiß ich nicht was. Also das macht dir so gar nichts, ne, anscheinend, weil du weißt ja auch, wie du es bekämpfen kannst. Ja, genau. Also Falten finde ich, das ist ja noch das kleinste Übel, ja. Da geht man zum Onkel Doktor, lässt sich da was spritzen oder passt einfach auch auf. Ich rauche nicht, ich trinke so gut wie kein Alkohol, ich achte auf meine Ernährung. Also ich finde das gar nicht schlimm. Falten kann man behandeln. Schlimmste ist, wenn man irgendwie blöde im Kopf wird, ja, oder negative Charaktereigenzüge entwickelt, weil die kannst du nicht einfach mal so behandeln lassen, ja, oder eben wirklich, ja, krank wird, ne, sei es jetzt Demenz und so weiter. Deswegen, also über Falten mache ich mir nun überhaupt keine Sorgen. Sollte sich auch keiner bitte Sorgen machen. Also Ja. Falten ist heutzutage kein Problem mehr, schon lange nicht mehr. Aber das Witzige, ich hatte das auch letztens bei dir irgendwo gehört oder gelesen, dass du gesagt hast, du hast dich im Alter gemerkt, dass du ein bisschen biestiger geworden wärst oder sowas in der Richtung. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das sagt auch immer meine beste Freundin Julian FM Stöckel. Ja, Aha. wirklich sehr, sehr dicke. Und Julian ist ja auch so eine kleine Diva. Und er merkt immer wieder, oh Mika, je älter du wirst, desto garstiger wirst du. Das ist diese Altersgarstigkeit, ne? Also zum einen lässt man sich halt auch nichts mehr gefallen. Man hat auch mittlerweile ein Standing, ja. Und wir haben unsere Jobs, unsere Kunden und müssen uns niemand mehr auf der Nase rumtanzen lassen. Naja, und dann sagt man auch schon mal so bissige Dinge, ja, die man vielleicht vor 10 Jahren nicht gesagt hätte, ne? Und ich glaube aber, das ist normal, wenn man halt älter wird, ne? Ich meine, man guckt sich Desiree Nick an. Je älter sie wird, desto biestiger wird sie ja. Ich finde es hochamüsant. Ich persönlich kann da immer sehr drüber lachen. Ich weiß, dass es anderen nicht so geht. Aber das finde ich auch irgendwie charmant. Also ich mag das ja, einfach so ein bisschen Provokation. Und eigentlich hat man ja auch immer recht. Auch die Sirenik hat ja im Kern, finde ich, mit ihren Aussagen sehr oft recht. Sie spricht es halt aus, was andere denken. Ja, und sie kann es halt, ne? Also, ich meine, ich erwarte es ja auch von ihr. Ja? Wäre ja schade, wenn sie es nicht mehr macht.
Aber weil man es kann, ist eigentlich ein gutes Stichwort. Guck mal, jetzt kriege ich den Bogen zu deinem Kalender. Pass mal auf, und zwar, du hast wieder, man kann ja schon sagen, wieder, das ist jetzt schon so eine schöne Tradition jetzt eigentlich mittlerweile. Du hast wieder den Kalender rausgebracht. Und dieses Mal geht es um Sport, habe ich jetzt gesehen. Ja. Wie kommst du denn auf die Themen, sag mal? Setzt man sich dann so hin und denkt sich, was würde sexy aussehen, wenn man es nackt tut? Oder wie funktioniert das? Also ich langweile mich ja tendenziell immer bei den meisten Erotikkalendern, die veröffentlicht werden, weil das immer das Gleiche ist, ne? Model am Strand, Model im Hotelzimmer, also es ist immer todlangweilig und man kann ja Nacktheit und Erotik auch anders inszenieren, nämlich auch künstlerisch und thematisch. Und deswegen denke ich mir mit meinem Team, mit dem Fotografen eben, Tobias Dörer und der Maske auch und der Stylistin immer so ein großes Thema aus, wo wir uns alle so richtig schön auslassen können. Und ja, da hatten wir halt auch schon Hollywood-Stars und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht mehr, ich vergesse ja auch immer so viel in letzter Zeit. Horrorfilme hattet ihr auch. Horrorfilme, genau, Ja. und Bad Girls, also die bösen Mädchen aus der Filmbranche, weil wir wollen ja uns auch alle weiterentwickeln. Wir wollen uns auch kreativ ausleben, weil wir sind alles Künstler. Und deswegen denken wir uns halt auch wirklich immer ein Thema aus, wo wir einfach 2 Tage lang, und Vorbereitungen dauern ja ein paar Wochen, wirklich ausgepowert sind und sind auch immer total stolz sind auf die Ergebnisse, weil einfach jedes Motiv komplett anders ist. Und das ist so mein Herzensprojekt, was ich immer mache. Ja, und mit wem, also wie entscheidest du da, mit wem du zusammenarbeitest? Weil es sind ja auch wirklich immer verschiedene Models, ne? Ja, die Models sind immer verschiedene, außer die Roxy, die ist eigentlich, weil es auch eine zu meinen besten Freundinnen gehört, eigentlich jedes Jahr dabei. Ansonsten suche ich mir einfach immer so Mädels, auch viele Nachwuchs-Erotik-Models, weil ich auch immer jemand bin, ich supporte super gerne. Ja, also ich bin überhaupt kein Neidmensch. Deswegen sind die Cover ja auch immer mit den anderen Girls. Ja, also ich kenne auch kein anderes Model, was das Cover teilt. Ja, die meisten wollen ja immer Stimmt. nur sich auf dem Cover. So Ja. bin ich. Überhaupt nicht. Ich finde es ganz toll, mit tollen Mädchen zusammenzuarbeiten, die gleichen Ambitionen haben wie ich, die gleichen Ziele und Visionen. Und das supporte ich auch gerne, weil ich hätte mir das früher auch sehr, sehr gerne gewünscht, dass ich mehr supported werde. Und deswegen sage ich mir, ja, ich habe gar keine Angst, dass mir jemand irgendwie den Rang abläuft. Ja, ich arbeite gerne mit der Konkurrenz zusammen, aber es kann nur gut sein. Und deswegen macht mir das total viel Spaß, mal mit den Mädels zusammenzuarbeiten. Ja. Und ich habe auf dir, das ist auch noch ein gutes Stichwort, ich habe auf deiner Seite gesehen, du hast ja auch auf deiner Homepage so eine Rubrik von wegen, wer der Erotikstar oder sowas in der Richtung. Also das, dieses Supporten, das trägst du ja auch insofern nach außen, dass du dich ja schon um die nächste Generation, hätte ich jetzt was gesagt, auch um die nächsten kümmerst, die da quasi jetzt in den Startlöchern stehen. Ja, also ich züchte mir meinen Nachwuchs selbst dran, weil ich bekomme mal so viele E-Mails und Instagram-Nachrichten. Oh, ich würde auch so gerne Fuß fassen in der Erotikbranche. Wie kann ich das machen? Dann habe ich mir überlegt, naja, gut, dann machst du einfach mal eine richtige Website, arbeitest auch mit einer sehr seriösen großen deutschen Firma zusammen, die das dann auch alles unterstützt. Und das läuft sehr, sehr gut. Also auch den nächsten Kalender, den wir nächstes Jahr produzieren, werden wir auch mit 4 Mädels produzieren, die auch sich über diese Seite beworben haben und die sehr, sehr gut arbeiten und sich etabliert haben. Und als Belohnung dürfen sie dann zum Beispiel in meinem Kalender mitmachen. Oder auch ein Mädel hatte auch eine Eintrittskarte für meinen 40. Geburtstag gewonnen. Ach, guck Ja, mal, okay. also deswegen, ja, ich supporte sehr, sehr gerne. Und ja, wer sich auch berufen fühlt, Brüste zu zeigen, kommt bitte alle zu mir. Würdest du denn sagen, dass das, ich meine, wie soll ich das formulieren? Würdest du sagen, dass da manche so ein bisschen naiv auch rangehen? Also, ich meine, es ist ja wirklich Arbeit auch. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, so von wegen, oh, das sieht jetzt schön aus und ich mache jetzt mal den hier. Es ist ja harte Arbeit, ne? Würdest du sagen, dass da manche so ein bisschen naiv an das Thema drangehen? Also mittlerweile ist es sehr harte Arbeit. Zu meiner Zeit, vor 20 Jahren, da war ich ja die Einzige, die es gemacht hat. Vielleicht noch zusammen mit der Walker. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Sie war so, Ja. genau, so ein It-Girl aus München, die immer transparente Sachen auf dem roten Teppich anhatte. Und wir eigentlich waren die Einzigen, die das gemacht haben. Ich sag mal so saubere Erotik, ohne Pornografie. Mittlerweile macht das ja gefühlt jedes zweite Mädel, ja? Also jedes zweite Mädel hat einen OnlyFans-Account. Das ist ja heutzutage, kann man fast schon sagen, nichts mehr Besonderes. Ja, deswegen bin ich auch super froh, dass ich das vor 20 Jahren gemacht habe, als noch jeder aufgeschrien hat, wenn man mal nur einen Ansatz vom Nippel gesehen hat. Heute auf Instagram ziehen sie ihre Schlüpper ja sonst wie hoch. Das ist, ja. Also die durchsichtig und gequetscht die Brüste. Oh mein Boah. Gott, so sexualisiert geworden.
Ja, aber so ist das nun mal und das mache ich mir aber zugute. Ja, und ja, greife mir halt die Mädels ab. Aber natürlich muss man immer auch ja, realistisch sein. Das ist eigentlich wie in allen Berufen. Man wird jetzt nicht auf Schnipp irgendwie Multimillionärin und super erfolgreich. Da steckt wirklich wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Glück auch. Und man muss einfach auch ja, eine Persönlichkeit haben. Ja, also eigentlich die meisten werden ja erst bekannt durch ihre Persönlichkeit. Gar nicht unbedingt, weil sie die tollste Figur haben und so weiter. Das ist total nebensächlich. Du ja, klammerst ja Kunden an dich, weil sie sich in dich verlieben, weil sie dich toll finden, lustig finden, ja, charmant. Und ja, da brauchst du einfach eine tolle Persönlichkeit. Wenn du die nicht hast, dann kannst du aussehen wie sonst wer. Du wirst nicht wirklich erfolgreich werden. Ja. Okay. Und mit dem Erfolg, ich meine, bei dir habe ich immer so, man merkt sich ja immer so ein, zwei Sätze, die die Leute irgendwann mal im Interview gesagt haben, ne? Und bei dir habe ich immer so in Erinnerung, so nach dem Motto, dass du dich ja nicht auf dem Erfolg ausruhst und dass du auch echt eigentlich so ein Sparbrötchen bist, ne? Das klingt jetzt sehr unsexy, wenn ich jetzt den Schmeck mache, aber du hast wirklich, du bist schon jemand, der gerne so seine Kröten zusammenhält, ne? Und sich auch Gedanken macht, was ist in 10 Jahren? Ja, absolut. Also ich investiere in Immobilien schon seit 10 Jahren, weil ich natürlich weiß, ich bin Künstlerin, ja, ich werde keine Rente bekommen und auch ein Nacktmodel. Man muss es ja so realistisch auch mal sehen. Ich weiß nicht, wie lange mich Leute noch sehen wollen. Ich tue viel dafür, ja, dass ich in Shape bin und so weiter. Aber ja, irgendwann ist vielleicht, wird alles auch mal weniger. Ja, und ich will zwar Deutschlands erste Erotik-Oma werden, ja, das würde ich mir wünschen, mit 60 immer noch. Aber ja, das sind immer noch 20 Jahre. Ja, wer weiß, wie da alles ist. Vielleicht ändert sich auch meine Meinung und dann will ich ja irgendwie auch ein bisschen ausgesorgt haben. Und deswegen ja investiere ich in Immobilien, weil jetzt wurde ja auch bekannt, Helge Schneider hat das ja auch Ja. offenbart, dass er leider immer noch arbeiten gehen muss, weil er nicht vorgesorgt hat. Und das ist natürlich auch immer für Künstler ja sehr, sehr schwierig und ja, die denken halt nicht dran, ne? Und deswegen. Ja, halte ich mein Geld zusammen. Also eigentlich investiere ich alles in Immobilien und ja, hoffe, dass es sich dann auszahlt, wenn ich 60 Ja. bin. Ja, dass ich vielleicht dann auch mal sagen kann, okay, läuft nicht mehr, dann ist es so, ich muss es akzeptieren und dann lehne ich mich ein bisschen zurück und kann entspannt irgendwas anderes ausprobieren. Ja. Aber es ist total witzig. Ich hätte jetzt, es stimmt, ich meine, so ein Job wie du jetzt machst, den kannst du ja auch nicht ewig machen. Ja, wobei, ja. Aber wenn du sagst, älteste, nee, wie war das, Erotik-Oma, dann ist ja, hast du ja auf jeden Fall noch ein paar, viele Jahre vor dir. Ja, ich würde es mir wünschen. Also ich finde ja, dass Erotik nichts mit dem Alter zu tun hat. Die meisten Mädels hören tatsächlich mit 40, 45 auf in der Erotikbranche, weil sie da Okay. meistens bekommen. Und dann war es das. Ich weiß auch manchmal gar nicht, was die dann noch machen. Also es ist mir manchmal auch ein Rätsel. Die sind dann auf einmal weg und ich höre nie wieder was von ihnen. Keine Ahnung, wie sie sich da über Wasser halten. Aber mir macht mein Job halt Spaß, ja. Und das ist ja immer so ein Trugschluss, dass man oft den Jobs in der Medienbranche nur so eine gewisse Haltbarkeit sagt, weil für mich ist es auch ein normaler Job, ja. Und meine Mutter ist Bibliothekarin, die sagt, ja, ich gehe mit 67 in Rente, ist doch normal. Für mich ist es auch normal, ja. Ich mache meinen Job, ich liebe meinen Job und den will ich auch lange machen, weil ich muss ja auch irgendwas tun. Also ich meine, Ja. ich glaube, wenn man Multimillionärin ist, na gut, dann ist es bestimmt lustig, nicht zu arbeiten. Aber ja, ich muss ja auch einen ganzen Tag mich irgendwie beschäftigen, ne? Ja, aber das ist ja das, was du auch sagtest mit dem Kalender, weil du gemeint hast, so von wegen, dir ist langweilig und du musst immer was tun und so weiter. Ich könnte mir jetzt auch vom Typ her ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr, ich habe genug Kohle jetzt, ich setze mich zurück oder so. Also irgendwie ist das so, manche Leute gehen nie in Rente, weißt du, wie ich meine? Das ist so. Ja, wahrscheinlich wird es bei mir genauso sein, aber dann kann ich vielleicht auch sagen, nehme ich vielleicht ein paar Jobs auch nicht an, ja, oder lass es ruhiger angehen oder so. Das ist ja auch entspannt, wenn man ein bisschen weiß, okay, ich habe da meine monatlichen Einkommen, das ist ja auch ganz schön. Ja, aber hast du denn, du hast mir auch das letzte Mal oder das vorletzte Mal zu dem Kalender erzählt, dass das eigentlich so ein Ding ist, dass da, über Geld spricht man nicht, aber dass du da nicht so viel dran verdienst, aber dass das so ein Herzensprojekt halt ist, ne? Ist das immer noch nach wie vor so? Ja, ich verdiene gar nichts an dem Kalender. Die Ausgaben sind höher, beziehungsweise vielleicht decken sich der Erlös und die Ausgaben, weil es einfach wahnsinnig teures Projekt ist. Ne? Da sind, Team besteht aus sogar 15 Leuten, die werden auch alle bezahlt. Ja, also ich mache hier nichts, mach mal hier, ist doch Kunst und so weiter. Davon halte ich nichts, weil ich möchte auch bezahlt werden für meine Ja. Arbeit. Ne? Und hasse es einfach, wenn Leute immer sagen, ja, willst du hier arbeiten? Aber auch, ich habe leider kein Geld. Wo ich so denke, ach so, sorry,
schwierig irgendwie. Und das bezahle ich alle. Und ja, spare da auch an nichts. Was soll toll werden? Ja, und das ist einmal im Jahr diese 2 Tage und da ist mein Herz dran. Und ja, und das gönne ich mir einfach, dass ich sage, okay, das bringt jetzt kein Geld, aber es ist einfach was für meine Vita. Ja, also so eine Kalender bringt kein anderes Erotikmodel raus und das Team bleibt ja auch jedes Jahr gleich. Also allen macht es auch Spaß, obwohl sie, wenn auch bezahlt werden, unterbezahlt werden. Aber sie machen jedes Jahr immer mit und freuen sich wahnsinnig auf das Projekt. Und das ist ja auch eine Bestätigung, ja, weil wir eben Künstler sind, ja. Und Ja. manchmal in der Kunst nicht immer nur natürlich ums Geld. Ja, okay, das stimmt, ja. Aber du bist ja jetzt, ich wollte jetzt gerade sagen, nicht nur, weißt du, wie ich es meine, nicht nur Nacktmodel, sondern du bist ja auch momentan im Reality, also du warst bei Be Real zum Beispiel, Reality TV, warst du wieder stark vertreten auch. Und ja, gut, jetzt nächstes Jahr kommt ja Dschungelcamp, okay, da warst du schon. Aber gibt es irgendwelche Projekte, auf die man sich so freuen kann, über die du auch sprechen darfst? Ich weiß, das ist ja auch immer so ein Thema, was demnächst ansteht. Ja, wie gesagt, über große Reality-Shows darf man natürlich nicht sprechen. Aber wenn man sich so ein bisschen meine Vita anschaut, sieht man ja, dass ich eigentlich auch nur so alle 3 bis 5 Jahre in einer großen Show dabei bin. Ja, also ich hatte ja nun, war schon in vielen Shows vertreten und habe ja auch so meine Tätigkeiten, meine Jobs. Also ich muss gar nicht jedes Jahr immer in irgendeiner Show rumhampeln. Ja, Promi BB war jetzt letztes Jahr meine letzte Show. Und ich bin ja immer entspannt und dann dauert es halt manchmal 5 Jahre, bis ich wieder eine nächste Show mache, weil ich einfach entspannter geworden bin. Früher war ich noch so, oh Gott, jetzt muss wieder die nächste Show und die nächste Show Ja. brauche ich gar nicht, weil ich bin ausgelastet. Die Venus wird natürlich wieder nächstes Jahr anstehen. Ja, eine Kalenderproduktion und oft weiß ich ja immer gar nicht, was noch alles passiert. Also das, ja, kommen ja manchmal die Anfragen und 2 Wochen später dreht man schon. Ich bin gespannt. Sehr cool. Ja, wir auch auf jeden Fall. Und genau, ich hatte es vorhin schon angedeutet, ihr könnt einen Kalender gewinnen von der lieben Michaela und ein Poster dazu und eine Autogrammkarte signiert, ne? Und ja, alles, was ihr dazu wissen müsst, steht dann da unten. Viel Glück für euch und Mika, vielen lieben Dank für die Zeit. Es hat mich mal wieder sehr gefreut. Dankeschön, immer wieder gerne.